Zur Klassenstufe 5 und 6 und da haben wir natürlich insgesamt 12 Teilnehmerklassen und die sehen wie folgt aus. Auf Platz 12, Freie Waldorfschule, die Flitzepiepe. Auf Platz 11, die Sporties und Shorties. Die Entscheidung zwischen den beiden Teams war sehr knapp. Vom Sportgymnasium Schwerin, das Team, die Sporties und Shorties auf Platz 11. Ein Applaus, Dankeschön. Und auf Platz 10 die Wellenreiter vom Sportgymnasium Schwerin. Auf Platz 9 von der regionalen Schule Kanz die Mühlendrachen. Auf Platz 8 von der regionalen Schule Diels-Stehensen-Schule Team 3. Und wir gratulieren zu Platz 7 den Warnedrachen von der Warnungsschule Papendorf. Ganz knapp an einem Pokal vorbeigerutscht die Warnungsdrachen. Auf Platz 6 haben wir jetzt die Neumühler Schule mit dem Drachen Teddy. Und da bitten wir jetzt den Teamkäften nach vorne. Und ein Applaus für den 6. Platz. Neumühler Schule, die Drachen Teddy. Die Schweriner Haie, ebenfalls von der Neumühler Schule, die Segerbeiten, ganz stark vertreten ist hier, auf Platz 5. Auf Platz 4, das Sportgymnasium Schwerin, die ahnungslosen Käfer. So ahnungslos waren sie noch nicht. Platz 3 geht nach Rostock. Die Dornbosco-Schule aus Rostock belegt hier den 3. Platz. Wir gratulieren. Okay, kommen wir zum Platz 2 und zwar die Freie Waldorfschule Kuchensalat. Okay, Teamkräften. Und wer hätte gedacht, dass der Ottifant so sportlich sein kann? Das Sportgymnasium Schwerin belegt den 1. Platz. Die sportlichen Ottifanten bildet das gesamte Team nach vorne. Und die Arme nach oben. Nochmal ein Beifall für dieses Team. Und einmal Jubel fürs Foto, bitte!
Dank für die Siegerehrung. Wir legen gleich in 10 Minuten los mit den nächsten Rennen. Also es geht hier Naht auf Naht. Aber nicht sowas. Ne? Aber niemals ein ganzes Boot, weil kriegst du eben. Das geht gar nicht schnell, das her. Ne? Gut, hier vorne ist es schon drin. Da oben ist da. Das ist schon voll aus. Sowas will ich.